Will die mich angreifen? Da kommt eine Gruppe an. Aber die können ja nichts. Ich habe eine tolle Mauer, die ich sogar noch verstärken kann. Ich glaube, es ist sogar gar nicht so schlecht, wenn ich das mal mache. Auch das muss wieder eingekauft werden. Und zwar muss ich dann für befestigte Mauer. 100.000 Tribut. Ich glaube, das kaufen wir später. Nee, das brauchen wir nicht. Ich könnte auch ein Bad kaufen. Die Menschen wollen sich in der gesunden Atmosphäre und dem entspannenden Wasser der Bäder erholen. Dabei werden sie glücklich und sauber. Tauchen, Laufen, Kopfsprünge und Haustiere verboten. Ja. Sehr schön, aber es kostet immer so viel. Gut, wofür will ich das sonst ausgeben? Vielleicht für den Pflanzenmarkt. Pam. Oh, was haben wir denn noch? Ein paar Verschönerungen hier. Das habe ich alles schon eingekauft. Mein Gott, ist ja schon ganz schön viel. Genau, das sind auch alles nur Gebäude hier. Wir haben ja noch, ja, Bücher sind jetzt nicht so spannend. Kann ich hier so durchscrollen? Nee, nur mit den Pfeiltasten. Ich könnte noch die Handgeste mir kaufen, dass ich hier mit der Hand dann, wie in Black and White 1, mir die Zauber herbeirufen kann. Aber, will ich gerade gar nicht. Ich hole mir lieber noch einen Namensbrunnen. Warum auch nicht? Und so verprasse ich hier mein ganzes Geld. Ich kann auch noch erfahrener... Ich glaube, erfahrener Baumeister ist schon das Sinnvollste, was wir hier haben. Weil sammeln ist zwar nett, aber brauchen... Da haben wir ja Menschen für. Haben wir für das andere auch. Aber so ist ja nicht. Heilungswunder für Kreatur. Blitzwunder für Kreatur. Meteorwunder. Nee. Perfekte Baumeister. Was kostet denn das? Viel zu viel. Soldaten können wir uns auch kaufen. Amphitheater kostet auch, viel zu viel. Aber bringt natürlich entsprechenden Eindruck. Wobei wir da auch wieder Erz aufbringen müssen. Hier haben wir unsere Armee schon fertig. Ich bin bereit. Fump. Die stelle ich jetzt mal auf... Ja. Auf die Mauer. Genau, ihr sagt es. Und sie ist wahrscheinlich fertig, oder? Du kommst ja nicht hin. Du bist ja traurig, weil du da nicht hinkommst. Oder du hast Hunger. Ja, ich mache dir erstmal eine andere Leine an. Das geht ja so nicht. Hier, hol Getreide. Hol! Los, hol! Ein bisschen schneller. Nicht so langsam hier stolzieren. Und dann isst dir das mal auf. Damit du wieder glücklich bist. Du bist glücklich. Ich baue... Oh, das war ganz schön groß. War aber so ein Namensbrunnen. Ich meine... Boah. Finden die Leute schon ganz okay. Kann man wohl mal machen. Ja, hier haben wir gerade mal keinen Platz dafür. Obwohl da schon, aber es ist dann wieder so eng. Das will ich auch nicht. Dahin. Holz haben wir auch nicht sonderlich viel. Ja, ach guck mal, die sind hier jetzt beschäftigt oder was? Sind die jetzt da drauf? Ach, die sind an der Seite da. Und die beschießen jetzt die ganzen Armeen. Wie viele sind denn das? Das sind aber viele. Da sind meine Bogenschützen. Oh, sind die schön. Wo sind denn die anderen? Das sind noch keine 35 da. Die paar. Oder sind das quasi imaginäre 35? Ach, guck mal. Ach, Kreatur hat Holz gesammelt. Hier gibt es ein bisschen Punkte für. Eigentlich müsste ich... Ja gut, Holz angepflanzt haben wir eigentlich schon. Hier unten ist das Lagerhaus voll damit. Es geht dann schon eine 8 hier, weil wir die ganzen Förster haben. Klingt irgendwie logisch. Ne, und in der Baumschule gibt es dann die First Class, ne? Wisst ihr ja. Und hier ist irgendwo hoffentlich noch ein Stein. Damit ich ein wenig die Reihen da unten vor den Toren dezimieren kann. Aber das... Ach hier, klar, hier ist noch ein Stein. Weil ich werfe die immer so weit. Pam. Hahaha. Pam. Ah, ist das schön. Nicht, dass ich das irgendwie gutheißen kann, aber ich meine, es ist ja eine reale Bedrohung hier so vor den Toren. Da muss man auch mal hier zeigen, wo es lang geht. Ne, da kann man nicht immer nur, hallo, wie geht's? Ne, schön, dich zu sehen. Das geht hier nicht. Da muss man auch mal schauen. Machen die Bogenschützen ja auch gerade ganz gut. Die steigen hier fleißig in ihrer Wertigkeit auf. Haben schon
Rang Nummer 2 oder 3 sogar schon erreicht. 2 Stufen aufgestiegen. Aktuelle Aufgabe, aufsteigen. Wunderschön. Das heißt, wir züchten uns hier auf der Mauer so ein paar Elite-Fernkämpfer ran. Ist sehr praktisch. Ich guck mal, was das Erz macht. 11.000 nur noch. Sind hier fleißig dran. Geht eigentlich. Ich brauche wahrscheinlich unbedingt neue Wohnhäuser. Nee, es geht sogar. Aber Geburtenrate ist niedrig. Ja, ist ja natürlich ein bisschen blöd. Die Sirene lädt auch schon ein bisschen auf. Ist alles okay, aber ich habe allgemein echt nicht viele Wohnhäuser hier. Ich muss das nochmal hier auslagern. Bisschen. Nein, kein Gläubiger, obwohl du kannst hier Brüter werden. Ja, doch nicht. Das muss hier ein bisschen mal ausufern, ne? Sonst geht das ja nicht. Dann hau ich hier auch nochmal, obwohl es ist immer so teuer. Das Ding ist so teuer. Mache ich eigentlich gar nicht gerne. Wobei, es ist ja, ich meine, es ist für einen guten Zweck quasi. Kann man nicht anders sagen. Auch nochmal hier so ein Ding hin. Freuen sich die Leute auch. Und dann hier nochmal ein normales Gebäude. Ja, die Kreatur musste da ja eigentlich noch durchkommen. Es ist ja nicht so eng jetzt hier. Wobei, war das jetzt tatsächlich ein Landhaus? Nee. Ist ja blöd. Weg damit. Da muss ein Landhaus hin. Na, wo ist es denn? Landhaus! Öh, sind das alles nur Villen hier unten? Das will ich ja gar nicht. Da. Pem. Ja, so machen wir's. Wunderbar. Und hier noch einfach so ein paar einfache Dinger hin. Wunderhübsch. Es könnte nicht schöner sein. Das liegt alles noch im Einflussbereich davon. Das ist gut. Komm hier. Geht da noch eins? Nee. Dann kommt da noch eine Villa hin. Weil die Villa da haben. Und jetzt, ach komm, hier stehen immer noch Leute rum. Die auch immer noch abgeworfen werden. Ah, und jetzt sind sie halt ein bisschen töter als sonst. Toter. Und bevor du in der Gegend rumstehst, liebes Kreatürchen. Na, wie wär's denn hier mit Bauen? Ich meine, da ist jetzt ganz viel, da kannst du sogar hin. Du hast Hunger. Das stimmt sogar. Hast mich nicht belogen, das finde ich gut. Kannst du von hier vorne holen. Ist viel dichter dran. Damit du eine erhöhte Effizienz an den Tag legen kannst. Aber jetzt haust du dir erstmal was an die Kiemen. Ran damit. Hep, hep. Njam, njam. Nein, zerstampf nicht. Du darfst bauen. Ist produktiver. Gut, hier lädt sich das langsam auf. Hier kommt. Warum kommen da Leute raus? Gehen die da immer rein oder wie? Nee, die gehen da nur durch. Ich dachte schon. Ich meine, wäre ja auch schön, wenn dann hier oben plötzlich irgendjemand draufstehen würde. Und würde ein bisschen winken oder so. Das machen die wahrscheinlich nicht, weil der Weg dann nach oben ohne Fahrstuhl ist, nur per Treppen. Da würde man sich das schon überlegen, ob man da ganz nach oben drauf möchte. Aber das kriegen die auch hin. Ach, jetzt extra hier nochmal so ein Ding oder was? Extra ein Pnöpel. Den hau ich mal weg. Was war denn da vorher? Wahrscheinlich auch ein... Doch, das sieht nach einem Herrenhaus aus. Nach so einem Klotz hier. Hau ich da auch direkt wieder hin. Ich meine, das freut die Leute hier natürlich auch in der Umgebung. Und es bringt schönen Eindruck. So. Wir haben eine Stadt erobert. Ach, cool. Finde ich gut. Da klopfe ich mir mal selbst für auf die Schulter. Hier könnte noch ein bisschen fruchtbarer werden. Ja, und dann bauen wir da eine Kneipe hin und nennen die auch fruchtbar. Weil da gibt es nur Fruchtsaftgetränke. Können wir hier... Tempel ist da. Dann können wir hier hinten... Also erstmal brauche ich einen Pflanzenmarkt. Den haben wir noch gar nicht gebaut, weil wir den gerade gekauft haben vorhin. Boah, Pflanzen sind mittelbegehrt hier. Ach komm. Gib's einmal dahin. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich hier oben dann noch mehr bauen soll. Ich meine, es ist schon ziemlich eng. Ich glaube, das wird nicht gut. Da haue ich noch einmal endlich das Erz hin. Dass ja nicht so eine Baustelle immer ist. Auch wenn ich das per Hand machen muss. So? So. Genau. Das wollte ich doch gesagt haben. Das reicht nicht, natürlich nicht.
Aber wir haben gerade auch eben schon gehört, dass... Oh, die sind aber mächtig gut dabei. Und hier gibt es gerade einen kleinen Knoten. Da würde sich aber eine Katze drüber freuen, über so einen Knäuel. Ja, brüll doch nicht immer so. Mensch, hier, es kannst noch mehr bauen. Reagierst du dich an den Gebäuden ab, das ist auch gut. Guck mal, steht schon die nächste Armee. Sogar am Lagerfeuer. Und meine Bogenschützen sind immer noch dabei. Sind schon wieder am Aufsteigen oder immer noch. Oder wie sieht es bei euch aus? Ihr steht ja da, ihr könnt auch mal hier hin. Ich möchte einfach sehen, ob da denn... Ach doch, das sind doch so viele. Kommt ihr da hoch? Oder warum winkt ihr? Kommt ihr da hoch? Auf die Mauer! Der muss den Aufgang hoch. Auf die Mauer! Jetzt geht der mal hoch. Los, Jungs! Nach oben mit euch! Ja, denn nicht nur sagen, auch machen. Nach oben mit euch! Hallo! Stellt euch mal nicht so an. Ha, die sind gerade ein bisschen stur, die Leute. Die wollen Bogenschützen. Sind die sich ja jetzt zu fein für geworden, dass die auf die Mauer stehen, oder was? Oder soll ich hier erstmal für Stimmung sorgen? Pam. Huhuhu. Huch. So weit sollte das gar nicht. Ja, es tut mir natürlich leid für die Leute hier. Ich meine, die wollen ständig uns an den Kragen. Dann muss ich halt meinen Kragen etwas weiter weghalten. So. Fernkämpfer. Auf die Mauer. Oder dahin. Ach, das geht. Ja, aber dann geht doch auch nicht immer nur winken. Das ist doch albern. Was wollt ihr uns damit sagen? Könnt ihr da nicht hin? Ist die Mauer schon wieder kaputt? Nee. Könnt ihr auf die andere Seite? Hier hin? Nein, das soll gar nicht auf. Das soll nicht auf. Das sollte nicht auf. Zwei Menschen aus zwei Armeen. Null Menschen aus null Armeen. Könnt ihr da denn jetzt drauf? Könnt ihr da jetzt? Auf die Mauer. Nein. Los. Oder? Verstanden. Ach, guck mal. Bereit. Auf die Mauer. Ah, jetzt auf einmal, wenn der Gegner weg ist, oder was? Die sind ja auch ein bisschen pingelig. Hm, das mit den Steinen ist schon gar nicht so schlecht, dass wir das da haben. Oh, und sie ist auch fleißig am Bauen. Ich darf sie gar nicht so lange da dran haben. Freier Wille lässt nach. Hier, komm, da ist eine Runde pennen. Nee, nicht werfen. Reinlegen. Und unsere Erzvorkommen schwinden schon wieder wie sonst was. Das finde ich ja gar nicht gut. Ich meine, wir haben zwar hier eine Schmelze, aber so ganz zufrieden bin ich damit ja nicht. Nahrung, ja gut, Nahrung ist okay. Die wird natürlich von der Armee auch gefressen. Und da unten in dem Lagerhaus ist noch genug drin, aber ich fülle das trotzdem schon mal auf. Weil es nicht schaden kann. Was wollen die? Die wollen unbedingt eine Waffenkammer haben für den Nahkampf. Weiß ich ja nicht. 1200 Erz. Mein Gott, ey. Ich bin noch nicht von der Wohlfahrt hier, dass ich da so viel für ausgeben kann. Wie sieht es denn hier langsam aus? Immer noch nicht genug. 151 Erz. Ach komm, das kann ich denen da noch eben hinlegen. So ist ja nicht. Fump. Ach, 400, 500 Eindruck. Was? Die Armee kommt langsam zu uns. Wie, die hat 63.000 Nahrung. Wo kommt denn die ganz her? Hallo? Wo ist sie denn? Hallöchen, Armee. Ach, cool. Die kommt irgendwo von hier oben. Das heißt, es könnte sogar die hier gewesen sein. Nee. An diesem Tag kämpfen wir für unsere Ehre. Aber hier brauchen wir auch nur noch 600 für. Ich meine, hier oben, das kann ja die nicht sein. Das ist ja die Hauptstadt von dem Vogel. Oder war das die hier? Nee, hier brauchen wir auch noch viel mehr für. Welche war denn das? Ach, war... Oh. Ach, hier liegt auch noch so viel Erz rum. Auch noch eine Mine. Mein Gott, aber die hatten kein Lagerhaus, dass sie irgendwas mitbringen konnten. Hier ist auch nur winzig was an Erz drinne. Ist nicht so schön. Also, es lohnt sich auch nicht wirklich. Ja, klar, ne? Die zu übernehmen lohnt sich schon. Aber nicht so, dass ich sage jetzt, oh, das ist aber, ahau, da schwimmen wir aber in Erz. Nee, weil, nicht nur, weil das blöd aussieht, ein bisschen hart ist, denn das gehört sich nicht.
Ich möchte noch einmal hier die Aufgabe lösen, wenn das denn geht. Ich meine, das hat ja schon nicht so toll funktioniert. Letztes Mal. Vielleicht ja jetzt wieder ein bisschen Werf mit diesen kleinen Fässchen. Tja, jetzt sehe ich natürlich wenig, weil es gerade dunkel ist. Und da ist es. Ja, da ging das schon genau daneben. Das ist jetzt meine Ausrede. Es ist dunkel, ich sehe da nichts. Oh, das war gar nicht so schlecht. Ich stelle mal die Helligkeit vom Bildschirm hoch. Weil hier blendet mich gerade das vor mir liegende Fenster. Wo gerade draußen ziemlich warm ist und ich hier drin auch. Hier drin ist noch wärmer und die Sonne scheint und so. Und das liegt daran, dass Tag ist. Und unter den Kopfhörern wird es gerade schön lauschig warm, weil die Ohren umschließend sind und flauschig sind. Aber die tragen sich sonst sehr wunderbar und klingen natürlich auch gut. Das ist das Wichtigere. Trotzdem wird es warm. Das war zu kurz. Aber mächtig zu kurz. Die armen Fässer, die wir hier schon wieder verbraten. Vielleicht sind es ja Bratfässer. Huch, was war das denn? Ach nö. Oh weh, das war nichts. Ach Quatsch, das sieht nur so aus. Ich mach das nochmal. So schnell gebe ich nicht auf. Nein, daneben. Ich weiß gar nicht, ob es da irgendeinen bestimmten Trick gibt, dass man das besonders gut hier führen kann, aber ich wüsste da den im Moment gerade nicht. Man muss natürlich von der Maus her da entsprechend gerade und zielstrebig sein. Und das ist... Au, das ist gut. Hallo? Der war erst reingetroffen. Der ging sogar durch. Huch. Oh, das wollte ich nicht. Da war die Kollisionsabfrage etwas mittelmäßig. Och Mann, ey. Ich glaube, bei der Aufgabe werde ich noch viel Spaß haben. Ach Mensch. Oder ansonsten löse ich die mal außerhalb der Aufnahme, weil sonst hänge ich hier tatsächlich stundenlang. Die Richtung stimmte, aber der Rest nicht. Oh weh, das war nichts. Ich glaube, ich weiß auch gar nicht, wie viel Tribut das bringt. Wahrscheinlich wieder so irgendwas um die 40.000. Können wir ja eben nachschauen, erobere das Land. Nö, Nussöl, 40.000, ja. Ja, ich meine, ist natürlich nett. Kann man gerne mitnehmen. Oh, das ist gut, das ist gut. Guter Wurf, Herr. Und das beim ersten Mal, also quasi. Und dann torkeln sie schon wieder. Jetzt kommt der noch schwierigere Wurf. Und die Leute stehen vor meinen Mauern. Das heißt, ich sollte da mal eben, obwohl die stehen noch nicht da. Aber die Armeen stehen schon wieder da. Wo ist das Fässchen? Hallo Fässchen. Ist es das?